Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. So Leute, eine riesengroße Racheaktion steht an. Ich habe richtig Bock auf Rumballerei, tatsächlich. Und freue mich, dass wir jetzt ein bisschen rumschisseln, meine Sillen. Infos zeigen, den haben wir schon. Hey Junge. Scotchy fragt im Chat, ob Konsole oder PC. Das Spiel gibt's gar nicht für PC tatsächlich. Alter, fast von der Ziege umgerannt. Aber die haben wir auch noch nicht, richtig? Im Kompendium. Gebirgsziege. Diggi, das ist Sumpf und nicht Gebirge. Ich glaube, die hat sich verlaufen. Sie hat sich verlaufen. So, Dutch. What's Tahiti like anyhow? I have no idea. But I hear it's paradise. Have some sense. Don't you worry about it, okay? Arthur, there you are. Come on. Thomas, let's get going. Right you are. Hey, Bill, you were a sharpshooter in the cavalry, weren't you? What? When we get there, maybe you could help with the suppression fire. I never said I was no sharpshooter. Oh, that's right. What was it? The nation's most loyal latrine digger, wasn't that it? Yeah, well, I fought, and I fought well. So you always tell us. You taught me something you could do with learning. Them Indians were savages. Watch them out there, boy. Watch it. Only type of savage in these parts are moonshine, swilling, pompous, inbred locals. Dutch, I saw things out there. I don't doubt you saw things, Bill, but your tiny little mind was too small to comprehend what you saw. What you saw was people who lost everything to savagery. Savagery of peasants. Failures come from Europe to reap some awful vengeance on God's last creation. Interesting way you boys gotta prepare for a killing. I'm sorry I wasted my life trying to teach you boys. Love you though, I do. Well, leaving love aside, you think we got this? Don't you never leave love aside, Arthur. It's all we got. You pick us up yonder. I got you. Thank you. Good luck to you. Come on. Okay, Leute. Es geht los. Leise. Ihr wisst ja, ich und leise. Als ob. Wir gucken mal. Los. So wie der rumstöhnt, ist das aber auch nicht gerade leise. Okay, wie ist der Plan, Chef? Bill, you're with me. Arthur, John, you take the left side. If you see a shot, you take it. Okay? Good luck, gentlemen. Arthur, let's go. Ich dachte leise. Ich dachte leise, Scheiße. Let's go. Los geht's. Das wird super. Das wird richtig leise, Leute. Ich gebe mir Mühe. Hallo! Und jetzt? Hä? Ich denke leise. Ich mach dich Messer, Junge. Ich halte mich an leise. Pass auf, ich halte mich an leise. Okay, da oben kann ich natürlich jetzt... Ja, jetzt übertreibt er aber eure Rolle. Hallo, aua!
Jetzt mal die beiden Spastis da oben weg. Hä, der ist nicht tot hier unten? Vor allem verstehe ich nicht. Ich dachte leise. Putz, Papa ist da. Jawohl, nochmal. Boom, Junge. Oh, oh. Ich sollte mal kurz was schmampfen, nicht? So, guck mal, jetzt geht's weiter. Oh, wie er ausgewichen ist. Oh, da ist noch einer. Ich muss noch plündern. Hör auf. Boah, durch die Scheibe, Junge. Oh, Action-Thriller, Junge. Ich baller euch die Rübe weg. La 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 la. Übrig bleibt der Blutfleck. La 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 la. Oh! No. Da komme ich nicht rein. Halt hier. Name your price, every man have a price. Eh? Okay, okay, no, I surrender, I surrender. Should we kill him? Nah, let's take him to Dutch. You can carry him. I ain't touching that piece of shit. Was hat er denn so? Wir plündern den erstmal, Leute, wir plündern den erstmal. Gucken, was der so hat. Oh, 100, Alter, der hat $158. Komm her schon! Da kommen schon wieder so viele. Bin doch schon da, du musst mich beschützen, Junge. Muss doch nachladen. Schnell! Put him in front. Bill, you help. Got him. Oh, come on, Lenny. All right, come on.
Let's get out of here. Yep. Oh, hey, big man. We gonna ransom you or what? You're pathetic. Well, I am. Because from where I'm sitting, you're the one deserving of pity, my friend. All your men, all your money, it weren't no match for a bunch of bumpkins. You are nothing. You do nothing, you mean nothing, you stand for nothing. Me, I run a city. And when the law catch up to you, you will die like nothing. I am this country. You are what people are running from. I possess things that you will never understand. Oh, you don't even possess your own men. $1,000 to the man who kills him and sets me free. What are you gonna say now? They are even bigger fools than you. No doubt. The law will find you. Already, the dogs are on the way. Oh, yeah. Oh, you're right. You are so right. They are good at smelling filth, huh? So filth has got to be disposed of. Your friends, the Pinkertons, are gonna come and rescue you, you repulsive little maggot. Call them now. You call them. Jesus. Part of your philosophy books cover feeding a fellow to a goddamn alligator, Dutch. The part that covers weakness. That part. I don't know. Well, I do. It ain't nice. I know it. But it is us or him. I figure it might as well be him. Also, ich fand das super. Rache ist ein Gericht. Bla bla bla. Ich fand das super. Ich hätte ihn auch. Obwohl, es ist gerade wieder morgens. Ich wollte eigentlich schlafen gehen. Das ist doch scheiße, Leute. Immer morgens muss der hier, will der schlafen. Hier, das ist so. Ja, erstmal eine Runde Holz hacken. Pass auf. Ging das nicht? Man konnte doch Holz hacken, oder? War das nicht so? Im anderen Camp konnte ich Holz hacken. Scheiße. Ich kann hier kein Holz hacken, Leute. Ich kann kein Holz hacken. Nun ja. So Leute, an der Stelle machen wir erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.